Leute, wie ihr seht, mache ich gerade ein Selfie-Video und das ganz ohne Smartphone. Wie das funktioniert? Na, mit dieser Brille hier. Die hat hier nämlich eine klitzekleine Kamera. Das Teil ist brandneu aus dem Hause Meta und soll ein echter Gamechanger rund um Smart Devices sein. Die Ray-Ban Meta Smart Glasses sind ein Wendepunkt. Like, it's 2023 and we've got smart glasses. Mit dieser Brille können Sie bald WhatsApp-Bilder verschicken. Aber so richtig kann ich mir das eigentlich noch nicht vorstellen. Ich will wissen, was kann diese Brille wirklich alles Geiles? Hey Meta, take a video. Hey Meta, pick up the call. Hey Meta, hey Meta. Welche Probleme gibt es vielleicht mit Privatsphäre und Datenschutz? Filmt die jetzt. Und werden Smart Glasses im Alltag bald genauso ein Ding wie Smartphones? Also verpackt wie eine richtige Brille. Das finde ich ja ganz gut. Ah. Und das ist jetzt der Unterschied. Wenn man hier dieses Brillenetui aufmacht, dann leuchtet es gleich. Naja, so sehe ich aus. Ja, was sagt ihr? Der Konzern Meta, zu dem Facebook, Instagram und WhatsApp gehören, hat diese Smart Glasses zusammen mit Ray-Ban rausgebracht. Der Preis für die smarte Brille beginnt bei 329 Euro. Dafür kann sie Fotos machen, einminütige Videos aufnehmen, Livestreamen, Musik abspielen, telefonieren und sieht dabei fast aus wie eine normale Brille. Kleiner Downer, im Gegensatz zu VR-Brillen kann die Brille keine Chats oder Bilder einblenden. Und natürlich haben auch andere Brands wie Amazon oder Snapchat bereits Smart Glasses rausgebracht. Die gibt es aber aktuell nicht in Deutschland zu kaufen. Ich habe zwei Versionen der Meta-Brille zum Testen bestellt. Eine Sonnenbrille und eine, bei der sich die Gläser den Lichtverhältnissen anpassen. Diese Smart Glasses teste ich auf verschiedene Kriterien. Anwendbarkeit, wie praktisch sind die Funktionen? Qualität, wie gut sind zum Beispiel Kamera und Sound? Optik und Preis, also lohnt sich die Brille? Außerdem schaue ich mir an, wie es um den Datenschutz bei dieser Brille steht. Es ist ja so ganz klassischer Brillen-Sonnenbrillen-Style. Die Kamera finde ich jetzt doch schon ziemlich präsent. Die Brille funktioniert übrigens nur mit der MetaView-App auf dem Smartphone. Hier werden auch die Fotos und Videos gespeichert. Okay, die Basics verstehen, Brille aufsetzen. Ist ja auch so wahnsinnig hell hier. Zum Glück habe ich eine Sonnenbrille. Drücke einmal den Aufnahme-Button. Ich glaube, jetzt habe ich ein Foto gemacht von dir, Gregor. Kann das sein? Und Videos? Halte den Aufnahme-Button gedrückt. Die LED blinkt, um anderen zu signalisieren, dass du gerade aufnimmst. Siehst du jetzt meine LED, wie sie leuchtet? Ja, ja, sehe ich. Okay, das heißt, jetzt filme ich. Moment, ich filme mich mal schnell selber. Aha, ja. Ja, das ist ja aber, das ist ja mega auffällig. Aber später werde ich noch was Krasses herausfinden. So billig und trotzdem funktioniert es. Pass auf dich und andere auf und respektiere deine Mitmenschen. Also hier wird man jetzt aufgeklärt. Respektiere die Privatsphäre anderer. Also man soll zum Beispiel fragen, ist es in Ordnung, hier Aufnahmen zu machen? Die wissen schon, dass das ein Problem sein kann und machen sich natürlich ein Stück weit auch einfach, weil sie einfach sagen, ja, musst du dich halt selbst drum kümmern, frag doch alle. Wenn ich so mit dem Smartphone rumlaufe, ich meine, das checkt ja jeder, dass man dann da gerade filmt mit der Brille. Ja, werden wir rausfinden, ob die Leute das merken. Spoiler, das wird noch heikel. Die App zeigt mir jetzt noch, dass ich Musik durch Tippen am Brillenbügel abspielen und stoppen, Alter, und den Sound lauter und leiser wischen kann. Das hätte ich nicht gedacht, dass da so viel rauskommt. Und ich richte die Sprachsteuerung ein. Hey Meta, take a video. Stop recording. So, kann ich das ja nicht auf Deutsch sagen? Hey Meta, mach ein Foto. Meta spricht bisher nur Englisch. Leute, jetzt habe ich hier die smarte Brille Nummer 2. Also quasi hier die ganz normale Alltagsedition. Ja, okay, also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich meine Brille wäre, wenn ich jetzt eine Brille bräuchte und mir eine aussuchen würde. Aber ich finde es jetzt auch nicht ganz schlecht. Gregor, recht freundlich. Und jetzt wird getestet. Leute, schaut euch das an, die verschneite Isar. Wie schön. Und genau die richtige Location für meinen Test, den ich jetzt mache. Ich werde jetzt hier gucken, wie gut werden die Fotos, wie gut werden die Videos im Vergleich zu meinem Smartphone. Das Problem bei der Brille ist ja, dass ich nie den Bildausschnitt sehe, den ich jetzt gleich fotografiere. Gleich wird es noch ein viel größeres Problem geben. Aber gut, ich lege erst mal los. Ist das jetzt die richtige Einstellung so? Ich glaube, das passt eigentlich.
Nur sicher bin ich mir ohne Screen halt nicht. Nur Gregor, du musst da mal aus meinem Bild rausgehen. Das ist weitwinklig, du bist da immer noch drin. Warte, wir gucken nach. Es dauert leider immer lange, das zu importieren. Das nervt mich auch. Die Brille braucht ewig. Und dann? Tatsächlich, Kameramann Gregor ist direkt im Bild. Gar nicht so leicht, den richtigen Ausschnitt zu finden. Nächster Versuch. Im direkten Vergleich macht die Meta-Brille ein leicht wärmeres Bild als mein iPhone 12. Smartphone und Brillenkamera erzeugen übrigens beide 12 Megapixel und ich finde, die Fotoqualität von der smarten Brille kann mit meinem iPhone mithalten. Für Insta und Co. auf jeden Fall ausreichend. Während wir jetzt hier schön lang spazieren, lasse ich natürlich hier die Videofunktion laufen. Wenn du filmst mit der Brille und bewegst deinen Kopf natürlich, dann kannst du halt hinterher das Video, das ist eine Katastrophe. Wenn man sich dann umdreht, muss man sich eigentlich so umdrehen. Ganz langsam. So ganz langsam schwenken. Du gehst ein bisschen steif, meine ich. Ja, weil ich filme. Und dann, während ich gerade erst so richtig loslege. Ah, Video vorbei. Battery 1%? Das Ding war voll. Nicht im Ernst. Das Case habe ich über Nacht komplett aufgeladen. So 10 Minuten jetzt im Einsatz. Klar gefilmt, paar Fotos gemacht. Bei minus 6 Grad. Akku leer. Also okay, das ist ja richtig schlecht. Tja, hier wäre jetzt schon Schluss. Zum Glück habe ich für den Test ja zwei Brillen. Auch die zweite Brille ist zu 100% geladen. Ich hoffe, dass der Akku diesmal länger hält. Was sagt denn eigentlich ihr? Würdet ihr so Smart Glasses im Alltag nutzen? Und wenn ja, wofür? Und wenn nein, warum nicht? Schreibt das doch bitte mal in die Kommentare. Jedenfalls besteht die Brille den Vergleich. Aber ich vergleiche ja auch mit dem iPhone 12. Neue Smartphones haben teilweise bessere Kameras und verschiedenste Kameraeinstellungen. Die Brille hingegen kann nur vertikale Bilder aufnehmen und das ziemlich weitwinklig. Und was macht mein Akku? 87% haben wir noch. Aber dann? Läufst du? Jetzt ist er bei 2%. Ich habe jetzt noch ein Video gemacht und jetzt kackt sie ab. Ich habe sie jetzt 12 Minuten auf. Also, come on, das ist einfach Mist. Akku? Überzeugt nicht. Und ich frage mich, kann diese Brille überhaupt ein Erfolg werden? Wann setzt sich neue Technik eigentlich gesellschaftlich durch und wann nicht? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, Google hatte bereits 2012 die Idee, eine Brille auf den Markt zu bringen, die filmt. Aber viele Menschen sahen ihre Privatsphäre bedroht. Google Glasses-TrägerInnen wurden als Glassholes beschimpft und Bars fingen an, NutzerInnen rauszuschmeißen. Schließlich stoppte Google den Verkauf. Ich bin verabredet mit Professor Veronika Kanowski, die zur Nutzung solcher Smart Devices forscht. Und ich habe auch was mitgebracht. Ich sehe es schon. Ja? Was sehen Sie denn genau? Es filmt. Ja. Einer absoluten Expertin kann man natürlich nichts vormachen. Aber was denkt sie über Smart Glasses? Was muss passieren, damit die sich durchsetzen am Markt? Wenn Menschen sich neue Technik kaufen, dann sind sie relativ simpel. Die wollen, dass etwas leicht zu nutzen ist und dass es für das, wofür sie es brauchen, funktioniert. Und wenn wir jetzt die anschauen, ich weiß nicht, Sie haben sie heute ja schon mal ausprobiert, wie war es mit der Batterielaufzeit? Also könnten Sie die wirklich den ganzen Tag nutzen? Den ganzen Tag kann ich die nicht nutzen, ohne sie zwischendrin zu laden. Bei der Sonnenbrille, finde ich, ist es noch weniger ein Problem, weil das kennt man ja irgendwie, man setzt die Sonnenbrille auf, hat sie eine Stunde auf, dann kommt sie sowieso wieder ins Etui, wenn man dann draußen ist und dann... Ich wäre mir da nicht so sicher, meine kommt in meine Haare. Okay. Und da lädt sie echt schlecht. In den Haaren, ja, stimmt. Also das sind so diese kleinen Sachen, über die muss man drüber kommen. Und die werden auch leicht beim Design übersehen. Aber Veronika Kanowski findet auch, dass Meta einiges richtig macht mit der Brille. Die Zusammenarbeit mit Ray-Ban, weil sie ist ein Fashion-Objekt auch. Und jetzt sind wir so in eine Ära übergegangen, wo jeder um sich herum so ein Ökosystem an vielen verschiedenen Endgeräten versammelt. Also wir haben eine Smartwatch am Arm, wir haben trotzdem irgendwo noch das Smartphone in der Tasche, vielleicht steckt auch noch das Tablet irgendwo in der Tasche, irgendwelche anderen Wearables kommen dazu. Und da würde ich die Brille auch einsortieren. Der nächste Tag, der nächste Test. So, liebe Leute, ich erwarte jetzt jeden Moment einen Call von einem Kollegen. Wie gut geht es, obwohl ich in einer Umgebung sitze, wo Menschen auch reden und arbeiten und umgekehrt, ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, fühlen die sich gestört irgendwie von meinem Anruf? Also kriegen die, hören die überhaupt was? Und dann klingelt's schon. Oh, hey Meta, pick up the call. Hallo, Philipp. Ich wollte jetzt nochmal auch mit dir über gleich sprechen, was wir alles noch vorhaben heute. Ja, okay. Ich muss sagen, ich höre meinen Kollegen super. Qualität ist sehr gut. Das liegt an den kleinen Lautsprechern, die im Bügel verbaut sind.
Jakob und Philipp, kurze Zwischenfrage. Hört ihr eigentlich das, was ich höre? Jedes Wort. Mhm. Jedes Wort? Ja. Echt? Also natürlich nicht, wenn man sich unterhält, aber ja, die hören alles. Konzentriert kann man alles verstehen. Ja. Okay. Okay, krass. Privacy quasi nicht vorhanden. Aber die Soundqualität ist echt gut. Du hast so das Gefühl, es ist sehr nah dran, aber es ist nicht direkt im Ohr. Also man hat so ein bisschen so das leichte Gefühl von so einem Raumsound. Ja, und jetzt habe ich noch mal eine andere Frage an meine Kollegen. Wie findet ihr, steht mir diese Brille? Ja, Begeisterung! Es ist natürlich sehr ungewohnt, dich mit Brille zu sehen, aber ja. Sie ist ein bisschen zu groß vielleicht, aber ja. So vom Modell. Ich würde auch sagen, wenn du eine Brille tragen solltest, dann eine, die dünner ist. Optisch kommt die Brille hier nur so lala an. Nächster Test, die Sprachsteuerung. Die nutze ich ja schon. Hey Meta, take a video. Aber ich will noch mal das Maximum rausholen. Die Brille ist ja mit meinen Kontakten verbunden. Sprache geht offiziell Englisch, Französisch und Italienisch, aber da jeweils auch eingeschränkt. Okay, und was passiert dann, wenn eine Nachricht auf Deutsch kommt? Message on WhatsApp from Sebastian Mainberg provide, saying, Hallo Mani, ich lege dich hier zum Mittagessen ein. Naja, wenn man weiß. Ich habe auf Deutsch geschrieben, Hallo Meini, ich lade dich heute zum Mittagessen ein. Sehr nett von mir, dass ich mich einlade. Aber das hat man nicht genau verstanden, weil tatsächlich, sie spricht dann auch die deutschen Wörter Englisch aus und deswegen versteht man nichts. Man kann also nur englische Texte per Sprachsteuerung empfangen und verschicken. Aber wie sieht's mit Sprachnachrichten aus? Kann ich die aufnehmen und dann versenden? Hey Meta. Please send a voice message to Sebastian Meinberg privat. I'm not sure what to share. Ah. Hey Meta. Could you send voice messages? I'm not sure what to share. Ah. Okay, der geht mir gleich sowas, man, das ist jetzt ja nicht wirklich schlimm, aber mir geht gleich der Puls hoch. Mich regt das auf, mich nervt das, weil ich denke so, Leute, das Einzige, was ihr hier an den Start bringt mit eurer Hey Meta ist, ich kann euch auf Englisch Textnachrichten diktieren. Ernsthaft? Das ist es? Aber zumindest in Zukunft könnte da was passieren. Denn wie Meta-CEO Mark Zuckerberg zeigt. Look and tell me what pants to wear with this shirt. Based on the image, it appears to be a striped shirt, a pair of dark washed jeans. In den USA steht einigen schon die Beta-Version einer Meta-KI zur Verfügung. I see a wooden sculpture of the state of California with LED lights installed on it, creating a beautiful and modern decorative piece. Very good. Tja, bei uns kann die Brille Stand jetzt leider nur Uhrzeit und Temperatur ansagen. Na gut, ich habe jetzt jedenfalls ziemlich viele Funktionen getestet, aber eine Frage bleibt. Was bedeutet die Brille für das Thema Privatsphäre? Glauben Sie, das würden alle sofort merken, dass ich da filme? Auf gar keinen Fall. Es hat ja keine Bedeutung. Wo hätten Sie denn das gelernt vorher, dass eine leuchtende Brille bedeutet, dass die Brille filmt? Es ist ja schon heikel. Ein Foto und ein Video von jemandem zu machen, der oder die das nicht weiß, kann man auch juristisch ganz schön Probleme bekommen. Aber ein Livestream, der ist raus. Ich habe natürlich ein Recht an meinem eigenen Bild. Als Privatperson eigentlich kann ich mich immer dagegen wehren, wenn mich jemand filmt. Das bestätigt auch Medienrechtsanwalt Christian Solmecke. Das ungefragte Fotografieren und Filmen, das Anfertigen von Tonaufnahmen und natürlich auch das Livestream von anderen Personen ist in der Regel nicht erlaubt. Wenn es zu einem Strafverfahren kommt, drohen bis zu 3 Jahre Freiheitsentzug. Tja, umso schlimmer ist eigentlich mein finaler Test. Ich hoffe nur, dass mich danach niemand verklagt. Wir starten jetzt ein Experiment, genau genommen sogar ein Live-Experiment. Denn man soll mit der Brille auch sehr gut live streamen können. Das ist ja eigentlich ganz cool, wenn das klappt. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, kriegen die Leute das überhaupt mit, dass man sie gerade live im Internet zeigt? Das ist ja schon echt heikel. Die LED-Leuchte der Brille soll die Leute ja vorwarnen. Ich will jetzt meinen Kollegen Kevin treffen und mal gucken, ob er checkt, dass ich ihn live streame. Ich meine, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist ja natürlich ein Unterschied, ob du vielleicht checkst, der filmt gerade, und dann kannst du dem hinterher sagen, ey, Alter, lösch das wieder. Oder ob du dann die Info kriegst, das war gerade alles schon live im Internet. Im Instagram Live kann ich die Brille auswählen und dann zwischen Handy und Brillenkamera hin und her switchen. Okay. 3, 2, 1, wir gehen live.
liebe Puls-Reportage-Community, wir machen jetzt zusammen ein kleines Experiment. Also, wir versuchen jetzt mal zusammen auf die Kamera umzuschalten, auf die Brillenkamera. Und die ersten 400 FollowerInnen sind schon im Stream. Kevin weiß nicht, dass ich ihn jetzt quasi überfalle. Ich habe echt ein komisches Gefühl gerade, aber gut, los geht's. Viel Erfolg, Mann. Bis gleich. Was macht ihr? Wir machen Who's the best? Finger up. Wrestler. Und wieder überlandet. Das gibt es doch nicht. Philipp ist Autor dieser Reportage und guckt sich den Stream nebenbei an. Also hier sieht man auf jeden Fall schon mal den Kevin, der jetzt live ist, ohne es zu wissen. Ihm scheint wirklich bisher gar nichts aufzufallen. Tatsächlich. Ich quatsche mit Kevin und der merkt erstmal nichts. Ja, ich bin immer bereit. Bis? Filmt die jetzt. Okay, jetzt hat das also gemerkt. Die filmt? Ja, die filmt. Wäre dir das unangenehm, wenn die filmen würde? Naja, so... Also ich finde schon gut, dass er leuchtet auf jeden Fall. Aber er hat keine Ahnung davon, dass er gerade live gestreamt wird. Ein eigenes Signal dafür gibt die Brille ja auch nicht. Brillengesicht. Ich trage ja normalerweise keine Brille, aber findest du... Es ist ganz organisch. Findest du gut? Ja, finde ich gut. Also er quatscht und er checkt es auf jeden Fall nicht. Ja, wie denn auch? Zeit aufzulösen. Bin eigentlich relativ zufrieden gerade, wie es läuft. Und du? Ja, ich auch. Guck mal gerade, wie zufrieden ich bin. Naja, wir haben aktuell immerhin noch knapp 300 ZuschauerInnen. Oh no. Wir sind nämlich live. Oh, oh. Oh. Achso, ja, da. Da ist der Gregor. Na? Ist der Philipp? Ja. Ja, hier sind wir zwei Spaßvögel hier. Leider war jetzt alles schon live im Internet. Die ganze Zeit, auch wie wir das Spiel noch gemacht haben. Ja, ich bin hier schon quasi live rein. Ja, ich finde, das muss man schon kennzeichnen. Das geht ja, das gar ist krass, nicht. Oder? Das finde ich geht gar nicht. Ich finde alleine dieses Licht, ich habe sofort, also nicht sofort gecheckt. Ja, danke dir fürs Mitmachen, lieber Kevin. Ja, gerne. Hat sich Wacker geschlagen, gerade. So, ich geh's heim. Ich bleibe, um noch eine Sache auszuprobieren. Wie einfach kann ich den Warnhinweis austricksen? Ich klebe die LED-Leuchte einfach mal mit Tape ab. Erkennt die Brille, dass das irgendwie verdeckt ist? Aha. Die Brille erkennt, dass die LED geblockt ist. Und deswegen kann ich jetzt im Moment nicht filmen. Was passiert, aber dann, wenn man die Kamera vorher startet? Jetzt läuft sie und jetzt klebe ich es zu. Also ich würde sagen, es läuft weiter. So geht's. Ich frage mich, wird Franzi vom Social-Media-Team checken, dass ich heimlich filme? Immerhin war sie ja gerade eben beim Test mit Kevin dabei und müsste vorgewarnt sein. Passiert bei euch noch irgendwas Interessantes? Nein. Jetzt ist der Kevin auch weg und kommt auch nicht mehr. Nee, der macht jetzt Homeoffice. Krass, Franzi bemerkt gar nichts. Also Brille einfach abkleben und niemand merkt was. Du, eine Frage noch. Mhm. Ist dir denn gerade was aufgefallen? Ich habe gerade ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, dass das, ob das Licht blinkt. Gerade blinkt's nicht. Ah. Nee. Dass sich die Franzi von so einem kleinen Stück Klebeband verarschen lässt. Aber nicht nur die Franzi. Schlimm ist ja eigentlich, dass sich die Brille davon verarschen lässt. Das ist heftig. Seid so billig. Ja, und so billig und trotzdem funktioniert es so gut. Also, Nachbesserungsbedarf hier, ja. Meta. Auf Nachfrage sagt Meta, dass die LED ja durchaus bemerken würde, wenn man sie abklebt. Auf unser Testergebnis gibt's keine Antwort. Kevin und Franzi fanden das heimliche Filmen und Stream jedenfalls nicht so witzig, verständlicherweise. Kann so eine Ablehnung vielleicht sogar dafür sorgen, dass sich vermeintliche Innovationen am Ende gar nicht durchsetzen? Ja, die nächsten 2 Jahre wird das noch sehr unangenehm sein. Und da wäre ich mir auch nicht sicher, dass da nicht Leute auf einen zugehen, die es erkennen als das, was es ist und eher feindselig auf einen reagieren, weil sie das Gefühl hatten, dass sie vielleicht gefilmt werden. Und was heißt das nun für die Meta Smart Glasses? Bleiben die jetzt oder war es das bald schon wieder? Denken Sie ans Smartphone zurück, denken Sie ans Tablet zurück. Denn da hat es auch eine lange Phase vorher gegeben, bevor dann das eine Gerät kam, das sich wirklich durchgesetzt hat. Und das habe ich ja selbst auch erlebt. Die Brille kann schon einige praktische Dinge, muss aber in anderen Punkten definitiv noch weiterentwickelt werden.
Die Kamera ist ganz in Ordnung und der Sound echt gut. Und die Gläser sehen aus wie normale, moderne Brillen. Aber der Akku hält nicht lange und bei der Privatsphäre gibt's fetten Nachholbedarf. Ja, was halten wir jetzt von dieser Brille? Das Ding kostet im Moment so ab 330 Euro. Für das, was sie kann, würde ich sagen, ist das noch etwas zu teuer. Der Gamechanger ist für mich dieses Teil noch nicht, denn für Smart Glasses ist das Teil einfach noch zu dumm. Und wir müssen uns erstmal gesellschaftlich darauf einigen, wie wir überhaupt mit solchen Brillen umgehen wollen. Eine absolut smarte Entscheidung ist es, uns hier ein Abo dazulassen, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und hier haben wir herausgefunden, wie Handys und Laptops uns zuschauen. Und hier seht ihr eine Reportage über meinen 7-tägigen Digital Detox.